Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Phoenix Wright Ace Attorney. Ich bin gerade unglaublich müde, muss ich sagen, und nehme jetzt auf, um wach zu werden, weil ich mich heute eigentlich noch um ganz viel Kram kümmern wollte und ich komme zu nix irgendwie. Deswegen hoffen wir mal, dass mir jetzt wieder das hier ein bisschen hilft, um mal in die Puschen zu kommen, sag ich mal. Und schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht, worauf ich natürlich sowieso aber auch unglaublich gespannt bin. Vase und Nachricht mit Blut. Ich habe die Blutspuren auf der Vase sofort bemerkt. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, dem nachzugehen. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Nein, das warst du nicht. Da sind Emas Fingerabdrücke drauf. Das kann ich jetzt schon widerlegen. Weiß ich sofort, wo ich Einspruch sagen muss. Machst es mir sehr leicht. Die Bruchstücke waren groß. Deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Kann ich verstehen, aber nein. Sie meinen, Sie waren diejenige, die diese Nachricht in Blut weggewischt hat? Zu dieser Zeit war ich noch nicht Ge Generalstaatsanwältin. Sie glaubte nicht, dass Dark der wahre Mörder war. Deswegen versuchte sie, die echten Beweise zu entfernen. Nun gut, die Verteidigung kann jetzt mit dem Kreuzverhör beginnen. Dann machen wir das doch mal. Guck nicht so ernst, Lana. Wir kriegen das alles hin. Die Vase war also schon zerbrochen? Es ist ein Wunder, dass sie nicht schon früher zerbrochen war. Ja, bei dem schmalen Boden hier, ne? Sie sieht ungefähr so kläglich aus wie die Position der Verteidigung. Hallo, du Sack! Aber nicht so kläglich wie das Urteilsvermögen des Richters. Ja, echt, ey. Sie waren doch eine Top-Inspektorin, der nie etwas entging. Wollen Sie uns wirklich weismachen? Sie hätten nicht untersucht, was auf den Scherben stand? Normalerweise hätte ich das. Aber in dem Zimmer war es dunkel und ich hatte keine Zeit, um nachzusehen. Sie haben also nicht gewusst, dass der Name Ihrer Schwester auf der Vase stand? Nein. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich alle Scherben aufgesammelt und zu Staub zermahlen. Nun, das hilft uns jetzt nicht weiter. Richtig weiter. Lana, das würdest du für mich tun? Ja, natürlich. Sie liebt dich über alles. Ist doch klar. Scheint so, als würden sie beide sich doch noch vertragen. Jo. Wie auch immer. Ich hätte kaum genug Zeit, um die Leiche zu bewegen. Wenn jemand gekommen wäre, hätten sie die Beweise nicht mehr beseitigen können. Sie müssen es sehr eilig gehabt haben. Das hatte ich. Ich wusste, dass ich die Beweise beseitigen musste, bevor jemand kommt. Nö, das ist äußerst schockierend. Ja, das ist es. Um sicher zu gehen, habe ich das Blut abgewischt. Ich fürchte, Ihr Handeln offenbart, was wirklich passiert ist. Was meinen Sie? Wenn Sie wirklich dachten, dass Dark Staatsanwalt Marshall getötet hat, hätten Sie das Blut nicht weggewischt. Was hätte ich denn sonst in dieser Situation machen sollen? Lana, ich hatte nur wenige Augenblicke Zeit. Ich hatte gerade genug Zeit, um die Scherben einzusammeln. Ja, okay. Die Bruchstücke waren groß, deswegen bin ich mir sicher, dass ich alle gefunden habe. Hast du aber nicht mal. Aber wie konnten sie bei dem Stromausfall etwas sehen? Es war doch stockdunkel im Büro. Eine Inspektorin ist auf alles vorbereitet, Herr Wright. Ich habe eine Taschenlampe dabei getragen. Selbst jetzt habe ich immer eine... Ja, ey, cool, fertig. Selbst jetzt habe ich immer eine Taschenlampe und eine Kamera dabei. Cool. Ich habe ja auch immer eine Notfallflasche mit Luminol dabei, egal wo ich hingehe. Okay. Suchst du so oft nach Blutspuren? Egal. Ich übersehe nie etwas. Ich habe jede einzelne Scherbe aufgesammelt. Hast du nicht? Warum habe ich die eine Scherbe dann bitte schön in ganz Büro gefunden? Ich konnte an nichts anderes denken, als sie abzuwischen, bevor sie entdeckt würden. Aha. Sie haben also den Tatort kriminellerweise umrangiert? Ja. Meine Handlungsweise ist nicht zu entschuldigen. Tut mir leid, Lana. Ich habe nicht gewusst. Ich habe dich die ganze Zeit über so schlecht behandelt.
Es ist noch nicht zu spät. Es ist noch genug Zeit, sich wieder zu versöhnen. Nachdem wir diesem Vorfall auf den Grund gegangen sind. Dieser Tag wird zweifelsohne die Staatsanwaltschaft für immer beflecken. An ihrer Aussage sind noch weitere Widersprüche ans Licht gekommen. Ja, das sind sie. Deine Schwester kämpft wirklich wie ein Löwe. Du musst ihr wirklich sehr viel bedeuten. Nichtsdestotrotz hat sie dabei den falschen Weg eingeschlagen. Ich glaube, ich habe jetzt endlich die Widersprüche in ihrer Aussage erkannt. Aha. Es gibt noch eine letzte Möglichkeit, die alles zum Guten wenden könnte. Oh yeah. Ich glaube, ich muss das hier wirklich sagen. Speichern! Ja, dankeschön! Das ist jetzt wichtig. Aber es funktioniert. Ich bin langsam schon wacher. Yay. Schätzelein, was sagst denn du dann dazu, bitteschön? Was? Ist es hier falsch an der Stelle? Was? Aber es ist doch falsch. Hey. Hallo. Oh, du Sackgesicht. Nein, ich war nicht auf dem Holzweg, denn eben das andere, wo sie das nochmal erwähnt. Oder ich muss hier die Scherbe präsentieren, kann auch sein, ich versuch's mal. Obwohl, die einzelne Scherbe habe ich ja gar nicht mehr. Haha, ja schön. Letztes Stück im Tresor von Gant gefunden. Aber ich versuch's einfach mal. Das ist richtig, lol. Okay, Frau Sky, hinter dieser Vase verbirgt sich eine Wahrheit, die selbst Sie nicht kennen. Was? Wir haben das fehlende Stück der Vase im Tresor vom Polizeichef Gant gefunden. Im Tresor des Polizeichefs? Aber wie? Ich wusste es. Sie hatte es wirklich nicht gewusst. Ich wusste es, sie hat es nicht gewusst. An diesem fehlenden Stück ist sogar etwas noch Beunruhigenderes. Es war immer noch Blut daran. Aber die Zeugin hat doch gerade ausgesagt, dass sie sämtliche Scherben aufgesammelt und das Blut darauf abgewischt hat. Ja, wofür es nur eine einzige Erklärung gibt. An dem Abend, als Staatsanwalt Marshall ermordet wurde, waren sie nicht die Erste, die am Tatort eintraf. Gant war schon vor ihnen da. Aber hätte sie nicht auf eine hätte sie nicht auch eine Scherbe übersehen können? Nein, hätte sie nicht. Niemals. Ich fürchte, das ist eher unwahrscheinlich. Die Scherben sind zu groß, um von einer Top-Inspektorin übersehen zu werden. Kann schon sein, aber jeder macht mal Fehler. Selbst ich habe schon mal einen ganzen Tag lang mein Gebiss gesucht. Es war die ganze Zeit in meinem Mund. Ha, unfassbar. Haben Sie es denn vergessen, euer Ehren? Als die Zeugin am Tatort ankam, war die Vase doch schon zerbrochen. Ach das, ja. Aber das mit dem Gebiss war gerade gut. Weißt du, bei dir wundert mich sowieso nichts mehr, Richter. Du machst doch eh nur Scheiße. Es wäre nicht möglich gewesen, einen Namen auf eine zerbrochene Vase zu schreiben. Das stimmt. Eine andere Person muss vor der Zeugin am Tatort gewesen sein. Ich hoffe, Sie meinen damit nicht Polizeichef Gant. Er suchte zu dieser Zeit unten, nach Dark. Selbst wenn er zuerst dort war, warum hat er dann die Vase zerbrochen? Die Frage ist doch, wenn er zuerst dort war, warum hat er das so lange verheimlicht? Boah. Batsch. Nun, euer Ehren, haben Sie darauf eine Antwort? Nein! Ja, er mag Gant wirklich sehr. Die sind beste Kumpels, aber naja. Moment. Ich stehe ja nicht vor Gericht. Naja, irgendwie schon, ne? Aber nicht im, auf der Anklagebank. Damon Gant ist vor der Zeugin am Tatort eingetroffen. Er hat dann die Vase zerschlagen. Und absichtlich eine der Scherben versteckt. Frage. Wie nennt man eine derartige Handlung? Manipulation. Aber warum sollte Polizeichef Gant das tun? Ja, warum wohl, du Idiot? Angesichts dessen, was danach geschah, ist es doch wohl klar. Was danach geschah? Als Lana Sky den Tatort entdeckte, glaubte sie, Emma hätte das Opfer getötet. Um ihrer Schwester zu helfen, bat sie Gant um Hilfe. Gant half ihr dabei, Beweise zu konstruieren, die Dark belasteten.
und Ema entlasteten. Und zwar aus folgendem Grund. Somit wurde Frau Sky nämlich zur Marionette des Polizeichefs. Nein, ich war's ganz allein. Bitte, Schwesterchen, hör auf damit, den Polizeichef in Schutz zu nehmen. Ich kann es nicht mehr mit ansehen, dass du um meinetwillen leidest. Nein, du warst es nicht. Du hast niemanden umgebracht, Ema. Du warst es nicht. Glaube nichts von dem, was Herr Wright sagt. Verteidiger, lassen sich die übelsten Lügen einfallen, um ihre Mandanten zu verteidigen. Übelste Lügen? Und das hat ausgerechnet meine eigene Mandantin. Ja eben. Ich glaube, sie sind jemand, der gern die Wahrheit verdreht. Was? Moment mal. Da hatte ich eine Idee. Was wäre, wenn wir mitten in ganz Falle getappt sind? Stimmt etwas nicht, Herr Wright? Lana könnte vielleicht doch recht haben. Was soll denn das heißen, Wright? Sie erzählen also wirklich übelste Lügen, Herr Wright? Nein! Ah, Mann! Frau Sky, bitte sagen Sie noch einmal aus. Aber wenn hinter Ihrem Rücken Beweise manipuliert wurden, dann könnte Emas versehentliche Tötung von Staatsanwalt Marshall auch eine Lüge sein. Aber ich kann mich daran erinnern, Herr Marshall umgestoßen zu haben. Ja, aber wohin ist er wirklich gefallen, Schätzelein? Ist er dadurch wirklich gestorben? Frau Sky, ich bitte Sie. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Sie müssen doch vor nichts mehr Angst haben. Eben. Möglicherweise wird dieses Kreuzverhör gar nichts ändern. Möglicherweise aber doch, wenn Sie die Wahrheit sagen. Nun gut. Ich werde dazu aussagen, was ich wirklich gesehen habe. Und damit werde ich diesen Part, glaube ich, schon beenden. Einfach nur, weil ich es kann. Muhaha. Kleinere Parts sind ja auch mal ganz nice und es passt einfach irgendwie gerade. Und ich bin sehr gespannt wirklich darauf, was wir jetzt herausfinden werden. Ich habe mir halt einen Fehler erlaubt, ein Ausrufezeichen verloren, aber kann passieren, weil ich dachte halt, da Emas Fingerabdrücke auf dem Lappen waren und so wie sie da waren, vor allem, dass Ema das Blut irgendwie weggewischt hätte. Fragt mich nicht, wie ich darauf gekommen bin, weil klar, es macht keinen Sinn, sie war schließlich ohnmächtig. Egal. Wir haben auf jeden Fall das jetzt soweit gelöst und machen im nächsten Part dann hier auf jeden Fall direkt weiter. Vielleicht morgen, falls dieser Part an einem Samstag hochkommt, sonst halt nächste Woche. Wir werden es auf jeden Fall erfahren, so oder so. Deswegen schaltet wieder ein, es bleibt spannend und ich sag mal bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Ciao.